Hallo ihr Lieben, ich bin's heute, die Rose Fröhlich, einfach mal mit eigener Vorstellung. Und zwar bin ich Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis in Lüneburg, mache also das Riesenthema Ernährungsberatung. Ja, da sagen ja immer ganz viele, oh, ich weiß schon so viel. Ich glaube, dass im Zusammenhang meiner Berufsstruktur, also ich bin Diätassistentin, Diabetesberaterin, komme aus der Medizin, also Klinik, gearbeitet, habe im Hotel gearbeitet, habe sozusagen Köchin gelernt vorweg. Ja, dass meine Ansätze manchmal etwas anders sind, beziehungsweise sollen sie lösungsorientiert sein, was sozusagen in der Fragestellung häufig hochkommt. Da einige immer fragen, ja, was sozusagen mein Hintergrund ist, die Diätassistentin, viele kennen ja immer die Ökotrophologen, die studieren. Die Diätassistenten sind die, die in der Regel 3,5 Jahre zur Schule gehen, was ich dann auch mal vor 20 Jahren gemacht habe. Da war ich im UKE und habe dort die Ausbildung begonnen. Und ja, meine Leidenschaft war am Ende schon als Kind in der Sandkiste. So wird mir immer wieder von meinen Eltern berichtet, dass ich schon gerne ja, gebacken, gekocht habe. Alle mussten immer Sandkuchen essen. Kennt ihr vielleicht von denen, die sich vielleicht an die eigene Kindheit in der Sandkiste erinnern. Das ist auch bis heute geblieben. Ich mag auch gerne backen, kochen. Heute ist es so, dass wir einen Kochkurs haben und dort zum Beispiel 3 Menüs kochen. Das heißt, eine Vorspeise, Hauptgericht und eine Nachspeise. Kochkurse selber mache ich total gerne, ist aber immer ein bisschen anstrengend, ne? Weil man ja immer irgendwie alles besorgen muss und ja, dann sozusagen aber mit den Teilnehmern kocht und das gemeinsame Sitzen und Quatschen und dann einfach auch nochmal zu schauen, was für Fragestellungen hochkommen. Jupp, Leute, das liebe ich. Aber in der Praxis, und das ist der Schwerpunkt, mache ich Ernährungsberatung tatsächlich auf Kassenzulassung. Das heißt, dass die Patienten mit ihrer Problematik, zum Beispiel habe ich sehr häufig, gerade seit dieser ganzen Virus- und Bakterienpandemie, also Thema Coronavirus, sehr viele Leute mit Bauchbeschwerden, Blähbauch. Manchmal haben die das natürlich auch schon viel länger, aber unklarer Genese. Ich mag gerne so unklare Geschichten. Das bedeutet nicht, dass ich für alles eine Lösung habe. Aber da ich selber sehr viel an Krankheitsgeschehen mitgenommen habe, glaube ich, kann ich mich ganz gut reinversetzen, wenn unklare Geschichten da sind. Was die Ernährung angeht, kann man dann immer gucken, was dahinter steckt. Also ob man überhaupt eine Erklärung über die Ernährung bekommt. Es gibt ja diese Unverträglichkeiten, Insulinresistenz. Viele Patienten haben viele Fragen zum Gewicht zunehmen, Gewicht abnehmen. Das ist ja so Standardthema. Häufig kommen aber viele Sachen auch kombiniert. Dann ist es so, dass ich sehr gerne komplizierte Fälle mag. Also die Patienten sagen immer, dass sie kompliziert sind, finde es manchmal gar nicht so. Aber man muss manchmal ein bisschen um die Ecke denken, um herauszufinden, was vielleicht, wenn es jetzt um die Ernährung geht, da die Grundstruktur ist. Was mache ich noch? Ja, ich habe Mitarbeiter in der Praxis, die Telefon und Ähnliches machen, Social Media, jo, seht ihr ja schon für alle die unterwegs sind. Wir haben in der Regel ein, ja, würde ich schon sagen, sehr herzliches Verhältnis zu den Patienten, weil wir Patienten haben, die auch kontinuierlich immer mal wiederkommen mit Fragestellungen, mit neuen Geschichten. Und das ist für mich auch sehr schön. Das war in der Erwartung der Praxis vor mehreren Jahren, also da geht es ja schon seit über 10 Jahren, gar nicht überhaupt die Grundidee. Oder überhaupt gar nicht gedacht, dass das so kommt, aber das freut mich natürlich sehr. Und ja, manchmal ist es auch so, dass jeder jeden kennt, der eine über jemand anders geschickt wird. Das ist einfach eine schöne Entwicklung an der Stelle. Von daher alle die Patienten, die jetzt zugucken hier, ganz liebe Grüße zu euch und ganz lieben Dank für den Support. Ich hoffe, dass jeder für sich, auch die, die neu sind, die mich vielleicht das erste Mal sehen, ja, jeder einfach so ein kleines Stück für seine Lebenswelt mitnehmen kann. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kommentare habt, ja, ihr wisst ja, wie das geht, schreibt es gerne, schreibt mir gerne. Ich freue mich über eure Nachrichten. Wenn ihr ein Wunschthema habt, was ich gerne beantworten soll, genau, schreibt es einfach gerne. Denkt dran, damit mehr Content kommt, einmal Plus weg. Das ist ja immer für die, die noch nicht vielleicht wissen, wie das funktioniert. Also Plus weg oder abonnieren, damit ihr sozusagen, je nachdem, auf welchem Kanal ihr mich seht, wir ja, uns wiedersehen. Da dies jetzt kurz vor Ostern entsteht, wünsche ich euch allen schöne Ostertage. Für alle, die arbeiten, ganz lieben Dank, dass ihr so fleißig seid. Für alle, die zu Hause arbeiten, die Familie versorgen oder vielleicht die auch den Urlaub genießen, die vielleicht auch krank sind.
ganz liebe Grüße zu euch. Für alle, die Kraft brauchen, egal was gerade Verrücktes im Leben los ist, habe selber viele verrückte Sachen gehabt. Und manchmal dauern sie auch einen Moment, bis sie sich verändern. Aber sie stärken ein. Passt also auf euch auf. Ganz liebe Grüße. Eure Rose Fröhlich. Bis zum nächsten Mal.